Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Fundstück der Woche. Das ist dieses Mal aus Berlin von den Berlinern Verkehrsbetrieben der BVG. Die hatte eine pfiffige Geschäftsidee und zwar haben sie sich gefragt, was braucht der Mensch, der Bus fährt? Unterwäsche. Und haben sich eine Unterwäschenkollektion ausgedacht, haben die aber versehen mit diesem typisch pfiffigen Berliner Humor. Ich erzähle das ja immer gerne. Ein Freund von mir ging ja mal in Berlin in eine Bäckerei und fragte, kann ich hier auch frühstücken? Und die Berliner Fachfrau sagte, wenn Sie Ihr Wasser reinlaufen lassen, können Sie auch schwimmen. Und das ist so dieser typische Berliner Humor. Und deshalb heißen alle diese Modelle wie einzelne Haltestellen in Berlin von U-Bahnen. Es gibt zum Beispiel für die Damen, gibt es hier das Modell Gleisdreieck. Ja, sehr, sehr schön. Und da haben sie dann auch oben drauf immer drüber gestickt im Bündchen, wie die Haltestelle heißt. Also kann man ganz tolle Spiele spielen, so nächste Haltestelle Gleisdreieck. Oh, da ist aber noch nicht Endstation oder so. Also ganz verrückte Sachen. Dann haben sie für die Damen auch hier das Modell Jungfernheide. Das kann ja nicht jede tragen, ne? Aber ganz toll ist es auch vor allem bei den Männern. Da haben sie zum Beispiel das Modell Onkel Toms Hütte, meine Damen und Herren. Gefolgt von dem Modell Rohrdamm. Und meinem absoluten Favorite, meine Herren. Mancher muss es einfach tragen, das Modell Krumme Lanke. Ich finde, jetzt müssten alle Verkehrsbetriebe Deutschlands nachziehen. Der MVV hier in München, was macht der dann für die Damen? Erdinger Moos wahrscheinlich. Ja. Oder wir in Hamburg, wir haben auch sehr schöne Haltestellen. Zum Beispiel für den Herrn Lattenkamp haben wir in Hamburg Klein Borstel. Oder für die Dame, die viel Verkehr hat, Horner Rennbahn. Meine Damen und Herren, unser Fundstück der Woche.